Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Wenn es um Diversität geht, stellt sich bildlich gesprochen ja oft die Frage, wer sitzt mit am Tisch und wer räumt wem einen Platz ein? In der Kunst hat ein Mann wie wahrscheinlich kaum ein anderer dafür gesorgt, dass vielleicht nicht mehr, aber andere Menschen, andere Künstlerinnen und Künstler am Tisch sitzen. Und die Rede ist von Okwue Enwesor. Der Nigerianer war der erste in Afrika geborene Kurator der Venedig-Biennale und auch der erste Nicht-Europäer, der die Documenta in Kassel geleitet hat. Von 2011 bis 2018 war er außerdem in München Leiter des Hauses der Kunst oder, wie er selbst mal gesagt hat, der oberste Botschafter der Einrichtung. In seiner Funktion als Kurator hat er die großen Kunstschauen der Welt als Plattform genutzt, um gesellschaftliche Diskurse zu führen und dabei vor allem mehr Perspektiven aus Afrika und der afrikanischen Diaspora mit einzubringen. In New York eröffnet nun bald eine Ausstellung, an der er noch bis ganz kurz vor seinem Tod im Jahr 2019 selbst mitgearbeitet hat. Und über ihn, über Okwue Enwesor, sein Vermächtnis, nicht nur für die Kunstwelt und auch die besagte Ausstellung, sprechen wir in dieser Folge. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben mit mir, Sarah Steinert. Und zu Beginn, wie immer, mit Elke Buhr, der Chefredakteurin von Monopol. Hallo Elke. Hallo. Elke, wann bist du das erste Mal auf Enwesor aufmerksam geworden? Erinnerst du dich daran noch? Ja, da erinnere ich mich sehr gut. Das war 2001. Da hatte ich meine erste Stelle bei der Frankfurter Rundschau. Da war ich die Kunstredakteurin der Frankfurter Rundschau und die Documenta stand an. Und spektakulärerweise war halt Okwue Enwesor, der damals wirklich noch sehr jung war, also in seinen 30ern, zum Kurator dieser Documenta gemacht worden. Das ist eine der renommiertesten Jobs der Welt, in der Kunstwelt überhaupt. Und und ich war wirklich, also ich war noch total jung, hatte gerade angefangen und das war so der erste große Brocken, den ich so machen musste. Also diese Documenta begleiten. Und dann bin ich da hingefahren. Also ich hatte dann ein Interview mit ihm. Das hatte damals Markus Müller, der später auch noch hier in den Podcast kommt, organisiert. Der war damals der Pressechef. Auch noch ein bisschen jünger als heute. Genau, und da haben wir uns sozusagen alle kennengelernt und ich war super beeindruckt von dem, weil also erstmal Okwue Enwesor war damals, der hat immer eine wahnsinnige Eleganz gehabt. Also das rosa Hemd, das er an dem Tag trug, das habe ich lange nicht vergessen, weil ihm das echt gut stand. Der hatte immer die besten Anzüge, der hatte so ein total aristokratisches Auftreten und er hatte auch eine Art zu reden. Also erstmal hat er halt diesen leichten nigerianischen Akzent natürlich gehabt. Und hat wahnsinnig abstrakt immer gesprochen. Und als ich weiß noch, dass ich da saß mit meinem Aufnahmegerät und dachte so, what? Starstruck. Was hat der Mann gerade gesagt? Mhm. Und das später abzutippen und dann da irgendwas draus zu machen, war wirklich eine Aufgabe. Und man muss auch so im Kopf haben, in was für einer Situation das damals war. Also ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt, ich habe damals ein großes Porträt über ihn geschrieben in der Frankfurter Rundschau. Und da habe ich auch zitiert, was damals der Spiegel über ihn geschrieben hat, als er gewählt wurde. Und zwar, darf ich das mal kurz zitieren, schreibt er damals, der Farbige soll für globale Farbe besorgen, nachdem Catherine Davids Auswahl, das war die Documenta davor, arg von des Gedankens Blässe angekränkelt war. Also muss man fast sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, oder beziehungsweise könnte man fast nochmal vorlesen, um das so ein bisschen nachwirken zu lassen. Der Farbige soll für globale Farbe sorgen. Ich meine, was für eine Unverschämtheit. Also das sieht man mal, wie das damals noch durchging, dass man auch wirklich, also der Spiegel verstand sich auch als links, aber so einfach, ich habe dann damals geschrieben, damit hält der Spiegel den rassistischen Wanderpokal in Sachen Enwesor-Berichterstattung, weil und so ging das in einem durch. Also der wurde ständig auch darauf angesprochen, ein Afrikaner und so. Mhm. Und bis er irgendwann mal sagte, okay, soll es jetzt hier um meine Race gehen? Also oder worum geht's jetzt hier eigentlich? Also der war auch sehr gut darin, den Leuten dann so richtig über den Mund zu fahren. Aber das war auch so eine Art von Notwehr, weil die Art, wie da die Berichterstattung lief in Deutschland, das war wahnsinnig provinziell. Also es war wirklich interessant. Und war da die Berichterstattung so die mediale hinter der Kunstwelt her? Oder gab es in der Kunstwelt auch noch ja vielleicht so ein bisschen Irritation darüber, dass nun er als erster Nicht-Europäer 2002 diese Documenta leiten soll? Also natürlich war auch, also die Kunstwelt war ja zunächst mal zu einem großen Teil eigentlich, glaube ich, erstmal progressiv, wie immer, wie heute auch noch.
Allerdings gab es natürlich auch ganz viele Museumsdirektoren oder frühere Dokumenta-Chefs oder so, also einfach so diese etablierte Klasse, die schon sehr, sehr misstrauisch auf ihn geblickt hat, was aber jetzt natürlich, also zumindest offiziell, nicht daran lag, dass er Afrikaner ist oder so, sondern einfach an seinem Konzept. Also sein Konzept war ja auch extrem revolutionär, mit dem er da zu Dokumenta angetreten ist. Also Catherine David hatte schon vorher so einen theoretischen Turn der Dokumenta eingeleitet, also so eine diskursive Wende. Und Okwui Inweso hat dann als erstes gesagt, okay, die Dokumenta beginnt nicht in Kassel, sondern es gibt vorher eine Serie von Plattformen, nannte er das. Und das waren einfach so Symposien, so Diskussionsveranstaltungen in aller Welt, unter anderem in der Karibik und was weiß ich wo, in Lagos. Und das war natürlich für die Leute erstmal so, was? Wieso Diskursveranstaltung? Und dann war immer die Angst, oh Gott, wird diese Dokumenta total abstrakt und trocken oder wird sie auch sinnlich? Also das war immer so, diese Opposition wurde so aufgemacht, als wäre so eine politische, also es ist eigentlich wie heute, immer wenn man denkt, es wird politisch und es wird theoretisch, dann hat man Angst, dass es dann nicht gut aussieht. Und so lief dann eigentlich die Debatte auch ab. Die Dokumenta ist ja immer alle 5 Jahre, das heißt, er wird ja wahrscheinlich am Ende der letzten der Dokumenta davor, also 1997, so ungefähr in dem Dreh dann berufen worden sein. Wer genau hat ihn da berufen und mit welchem, du hast schon gesagt, so er wollte dann nicht der Afrikaner nur sein, aber das ist ja schon nochmal interessant auch zu wissen, wer hat ihm diese Stelle zugetragen und mit welchem Hintergrund. Es gibt da so ein Gremium, das ist ein, was die Dokumenta praktisch berät und was auch immer die künstlerische Leitung aussucht. Und in diesem Gremium sind, das wird immer vorher gar nicht so genau bekannt gegeben, wer da drin sitzt, aber das sind Museumsleute. Also das ist nicht die Stadt Kassel oder so. Also es ist jetzt nicht der Oberbürgermeister von Kassel, der das aussucht, sonst würde das wahrscheinlich anders aussehen, sondern das sind internationale Museumsleute, die meist sehr progressiv das auswählen. Da werden Leute eingeladen, Konzepte zu präsentieren und anhand dieser Konzepte wird dann die Leitung ausgewählt. Und das sind im Nachhinein wirklich, also gerade in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, sind das oft sehr, sehr progressive Konzepte, die da ausgewählt werden. Insofern passte das auch rein. Und das war, glaube ich, auch damals schon klar, dass die Dokumenta, wenn sie eine Weltkunstschau sein sollen, sich dringend globalisieren muss. Also weil es gab halt einfach entstanden ist ja aus so einer Amerika-Achse und dass man das erweitern musste, war halt total klar. Das heißt, man kann ja schon dann wahrscheinlich sagen, dass es so auf europäischem Boden dann irgendwie so auch so, ja, was heißt so der Durchbruch, aber so eine Etablierung von Inweso in der Kunstwelt war. Bis zu dem Zeitpunkt, wo hat er da gelebt und was hat er vorher gemacht? Also welche Stelle hatte er schon oder welchen Stellenwert hat er schon so in der Kunstwelt gehabt? Na, also das war schon ein totaler Durchbruch für ihn als Kurator. Also er war vorher, er war von Nigeria zum Studieren in die USA gegangen, war in New York und hatte da war ein Poet, also er war Dichter und hatte dann ein Literaturmagazin eher gegründet, solche Sachen gemacht und so ein bisschen auch was kuratiert. Er hatte auch vorher in Deutschland eine Sache kuratiert, da ging es auch um afrikanische Kunst, aber die Dokumenta war wirklich seine erste richtig große Ausstellung und von da ab ging eigentlich seine Karriere im Kunstbetrieb erst richtig los. Also später wurde er dann ja Leiter des Hauses der Kunst und 2015 hat er dann nochmal die Biennale in Venedig kuratiert. Mhm. Und was hat seine Arbeit für dich ausgemacht? Also ich habe da ganz viele Künstlerinnen und Künstler kennengelernt, die ich noch nicht kannte, natürlich gerade aus den afrikanischen Ländern, aber auch aus aller Welt. Das war das eine. Das andere war, dass ich so ein postkoloniales Denken auch, das hat er einem einfach ganz klar gemacht. Und dass es eigentlich keine Opposition eben gibt zwischen der Theorie und dem politischen Denken und sowas wie einer ästhetischen Qualität. Also dass es immer darum geht, dass beides gleichzeitig möglich ist und dass es total naiv ist zu denken, das würde sich ausschließen. Also das ist, glaube ich, was ich mitgenommen habe von ihm. Und ich glaube, also die Künstler und Künstlerinnen, die er damals auf der Dokumenta gezeigt hat, die haben hinterher auch so eine Karriere gemacht, die hat man immer wieder gesehen. Das ist immer
immer wieder überraschend, dass man, auch wenn man zu dieser Ausstellung zurückkommt, dass man denkt, stimmt, da habe ich den ja zum ersten Mal gesehen. Also zum Beispiel El Anatsui, der im letzten Jahr in München ja diese ganz, ganz große Ausstellung hatte, der war auch schon auf dieser Dokumente. Also es ist auch immer spannend, dann da zurückzugehen. Und was er auch damals schon etabliert hat, ist auch, dass er ganz viele Kollektive gezeigt hat und ganz viele Leute, die einfach sowas wie soziale Arbeit und Community-Arbeit als Kunst betreiben und die halt einfach nicht diesen Werkbegriff hatten, den man in der westlichen Welt damals noch oft so als so ein Fetisch vor sich hergetragen hat, nämlich, dass das Werk so ganz abgetrennt ist von der Gesellschaft, sondern dass er da einfach so diese, ja, diese Kollektive reingebracht hat, was letztlich zu etwas führt, was wir heute haben, wenn Juan Grupa zum Beispiel die Documenta kuratiert. Das sind ja die jetzt dran sind. Den habe ich lustigerweise gestern gerade gesprochen bei so einem Zoom-Meeting. Und das ist halt so einfach nochmal fortgeführt, das, was Enveso eigentlich damals auch schon angefangen hat. Und das ist wirklich immer faszinierend, wie er so früh mit diesen Sachen dran war. Ja, und 2015, die Biennale, war eigentlich so ein Höhepunkt davon. Und vorher habe ich noch ein Interview mit ihm geführt. Das ging über Skype, war auch sehr schwierig zu verstehen teilweise, also bis ich das abgetippt hatte. Aber man kann schon verstehen, was er da sagt. Wir spielen das jetzt mal kurz. An exhibition like this Biennale to reflect on this question. So I'm interested in the exhibition space or the exhibition stage as a big platform of thinking and ideas. And Venice Biennale is a very big platform. And I am not interested necessarily in making an exhibition that is only concerned with the minutiae of strategies by artists and so on. I'm interested in the way art, you know, implicates itself in our psychic, in our emotional, in our social and cultural concerns. Er möchte eben keine Biennale machen, die nur sich damit beschäftigt, wie man jetzt Kunst macht, sondern es geht darum, wie Kunst sich in die Kultur, also in die weitere Kultur einfach einbettet, also einfach die politische und gesellschaftliche Rolle der Kunst. Darum ging es ihm in dieser Biennale. Wenn Kunst jetzt vor allem so eine politische Funktion hat, dann könnte man ja auch sagen, dann kann die Kunst ja auch einfach in die Politik gehen. Also warum braucht es dann überhaupt noch die Kunst? Hat sie da noch so einen Selbstzweck? Ja, das hat er auch mal ganz, ganz schön gesagt, dass er findet, dass eben die Kunst doch ihre ganz eigene Sphäre hat und ihre eigene Rolle. Also das sagt er, hat er mal in einem Interview mit Democracy Now! Gesagt. Artists have a lot of important things to say, a lot of important subjects to explore. And artists have a lot of meaning that they produce that can engage us to allow us to really look at, you know, the world in deeper, meaningful, but at the same time, more probing ways. So I do feel that people should care about art, not only because of its the fact that art necessarily changes the world, but I like to sort of to think about what I do and the way I work with artists as a position of learning and through engaging the substance of their thinking, their concepts, and the material that come together to produce the kind of effect that art conveys. So art matters in many, many different ways, and I think it's both in the large and small ways that one can begin to see the utility of art, not as something to be appropriated as propaganda or for ideological purposes, but the utility of art as a learning tool, as a teaching tool, but also as a way for the public to learn how to kind of expand their view of the world. Ja, da sagt er halt, dass Kunst uns auch Strategien lehrt, wie man eigentlich lernt. Also dass Kunst einfach eine, also wenn man sich viel mit Kunst beschäftigt, dass man dann auch für den Rest der Welt wiederum was lernt, was einem da hilft. Mhm. Das ist ja, erinnert mich schon wieder an Joseph Beuys, auch so ein bisschen dieses, ne, so der Künstler, der auch im besten Sinne vielleicht auch irgendwie so ein kreatives Vorbild ist, im Sinne von einfach so lernen, kreativ zu denken, jetzt auch was die Zukunft angeht, kreative Lösungsprozesse zu entwickeln auf gesellschaftliche Schwierigkeiten, die da sind. Ich würde aber gerne nochmal auf seine Rolle im Haus der Kunst zu sprechen kommen. Da war er ja quasi nicht Kurator, wie er das vorher
vorher häufig war, sondern Leiter. Das heißt, er hat sich dann Kuratoren rangeholt, mit denen er zusammengearbeitet hat. Inwiefern würdest du sagen, hat er die Institution, also das Haus der Kunst, trotzdem geprägt? Ja, natürlich, er war der Direktor und natürlich hat er auch viele Sachen kuratiert. Was er jetzt da bei Democracy Now! Noch erzählt hat, ist eigentlich, dass man als Direktor trotzdem nicht alles bestimmt, sondern dass es darum geht, auch gemeinsam Entscheidungen zu treffen und so eine Institution auch zu reformieren im Sinne von, wie kann sie diverser werden, wie kann sie People of Color besser mit einbeziehen und so weiter. Well, you know, my interests are wide and varied in the art world. And I think when I arrived at House of Kunst, it was my intention to be an enabler of what my curators wanted to accomplish and to do. So my, directorial style is a round table. And it is through these round tables that we're able to, raise questions, raise issues, whether it's the paucity of people, of color in museums, or whether it's a paucity of women, receiving major monographic exhibitions in museums, whether it's the global diversity of our program, whether it's, extending our curriculum to, engender discussions that go across, different subject matter in a country like Germany. I don't know if art can change the world, but by trying to expand the table of content of our field, we can have an effect. And it is my commitment to always try to expand the table of content. Genaueres zu seiner Arbeit werden wir in dieser Folge auch noch von Markus Müller, du hast ihn schon angesprochen, Elke, hören, der ja Kunstinstitutionen wie zum Beispiel das Haus der Kunst in München, aber auch die Julia Stoschek-Kollektion in Düsseldorf im Bereich Kommunikation berät und häufig sehr eng mit Invesor zusammengearbeitet hat. Vorab werfen wir aber nochmal mit dem Monopolredakteur Sebastian Frenzel einen Blick auf die Ausstellung in New York, an der Invesor bis kurz vor seinem Tod noch mitgearbeitet hat und die jetzt posthum am 27. Januar aller Voraussicht nach im New Museum eröffnet werden soll. Und dir, Elke, danke ich schon mal ganz herzlich für diesen kleinen Kickoff. Ja, gerne. Grief and Grievance, Art and Mourning in America. So heißt die Ausstellung in New York, an der Invesor bis kurz vor seinem Tod noch mitgearbeitet hat und die nun ein Team aus Kuratorinnen und Kuratoren vollendet hat. Darin geht es um die Erfahrung von Gewalt und Schmerz von Schwarzen in den USA. Und Monopolredakteur Sebastian Frenzel hat die Ausstellung zwar noch nicht gesehen, aber sich so gut es geht aktuell aus der Ferne mal einen Einblick geschafft. Und damit sage ich Hallo Sebastian. Hallo. Was von der Ausstellung konntest du denn jetzt unter Pandemiebedingungen überhaupt schon sehen? Also ich konnte jetzt vor allem den Katalog mir angucken und ich konnte mit den vier Kuratorinnen und Kuratoren sprechen, die die Ausstellung jetzt wirklich vollendet haben. Bei dem Katalog muss man sagen, der ist wirklich so herausragend, dass der eigentlich als eigenständiges Werk auch durchgeht. Da sind ganz tolle Autoren dabei, von Schriftstellern wie Ta-Nehisi Coates und Elizabeth Alexander über Philosophinnen wie Judith Butler, wirklich herausragende Leute, was auch nochmal die Bedeutung der Ausstellung vielleicht untermauert. Mhm. Wie weit konnte denn Invesor noch selbst an der Ausstellung mitarbeiten und welchen Teil haben jetzt andere übernommen? Also Invesor hat im Jahr 2018 mit der Ausstellung begonnen, mit den Vorbereitungen. Im Frühjahr 2019 ist er dann gestorben, also er hatte so ein Jahr etwa für die Vorbereitung. Und es war so, dass er eine Liste festgelegt hatte mit den Künstlern, die er dabei haben möchte und mit denen auch schon gesprochen hatte und in den meisten Fällen auch die Werke ausgewählt hatte. Das ist ja eigentlich die wichtigste Aufgabe. Und er hatte auch schon grob eine Struktur, also das eigentlich Kuratorische, wie richtet man die Räume ein, welche Arbeiten kommen in welchen Raum, treten da in Dialog miteinander, das hat er grob fertig gehabt. Und bei seinem Tod hat dann eben der Direktor des New Museum, Massimiliano Gioni,
hat sich mit anderen Freunden, Kuratoren getroffen und die haben die Sache besprochen und haben, er hat mir dann erzählt, die Ausstellung war eigentlich zu 80% fertig und die war so weit vorbereitet, dass wir gesagt haben, wir können das vollenden, ohne dass wir diese Idee verfälschen würden oder dass wir da grobe Eingriffe machen müssen. Und genau, das haben sie dann gemacht und er hat die Arbeit eigentlich eher mit so Restauratoren verglichen und gar nicht mit Kuratoren. Das heißt, es ging eher darum, dass man so ein paar Lücken füllt. Wenn man Enveso und seine Geschichte nicht kennt, dann könnte man denken, die Ausstellung sei eine Reaktion auf die großen Proteste, die ja in den USA, nicht nur in den USA, gegen Alltags- und institutionellen Rassismus das ganze Jahr über stattgefunden haben. Was sagt denn das Team zu diesem Timing, dass die Ausstellung ja genau jetzt so vermeintlich passend, obwohl man das nicht sehen konnte, eröffnet wird? Ja, Enveso hatte eine konkrete Vorstellung, wann die Ausstellung eröffnen soll. Und zwar wollte er, dass sie zur amerikanischen Präsidentschaftswahl eröffnet. Das heißt, er hat auf jeden Fall diesen aktuellen Bezug drin gehabt. Es geht auch sehr viel um Black Lives Matter, um diese neuen Protestbewegungen. Der Fokus der Ausstellung ist aber sehr viel weiter. Und zwar ist es so die These von Enveso, dass Leid und Trauer eigentlich von der Zeit der Sklaverei über die Bürgerrechtsbewegung bis in die Gegenwart so eine traurige Konstante im Leben von Afroamerikanern darstellen. Und diesen Bogen spannt die Ausstellung anhand von Kunstwerken. Und das heißt, es geht schon, es ist sehr aktuell, es geht wirklich um konkret die Gegenwart, um den neuen Nationalismus auch, der unter Donald Trump von weißer Seite kam, um Polizeigewalt, um diese sehr aktuellen Themen. Aber der Fokus geht eben weiter und diese gegenwärtigen Probleme werden geschichtlich verortet. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also du hast es jetzt schon so ein bisschen umrissen, so theoretisch, was dort zu sehen ist. Und klar, wenn man jetzt an Gewalt gegenüber Schwarzen in den USA denkt, dann denken wahrscheinlich die meisten sofort auch an die Videos von Polizeikontrollen. Ne, wir leben jetzt gerade in einer sehr bildstarken Zeit und dass jetzt der Tod von George Floyd zum Beispiel mehr um die Welt ging als andere Fälle, liegt eben auch daran, dass er so direkt und nah gefilmt wurde. Ist das auch was sich so medial die Künstlerinnen und Künstler zunutze machen oder werden diese Gewalterfahrungen vielleicht auch ganz anders verarbeitet? Ja, das ist eigentlich genau der Kern der Ausstellung auch und eine super ambivalente Geschichte. Man muss sich klar machen, dass der gepeinigte schwarze Körper auch immer ein Propagandamittel der Weißen war. Also wenn wir an den Ku Klux Klan denken, die haben ja Menschen gefoltert und an Bäumen aufgehängt, um der übrigen Bevölkerung ein Signal, eine Warnung zu schicken, hey, benehmt euch bloß, bleibt in Ketten, muckt nicht auf, sondern euch wird, sonst wird euch dasselbe passieren. Und es gab diese Lynchmorde, haben damals auch angezogen, bis weit in die 40er und 50er Jahre, ist dort so ein bürgerliches Publikum hingegangen, Familien mit Kindern und hat sich diese Ermordeten angeguckt. Also das ist so der wirklich erschütternde Hintergrund. Und wir haben in den letzten Jahren ein paar Mal so krasse Debatten erlebt, in der Kunst auch, wo es um die Frage geht, ist es eigentlich legitim, wenn heute weiße Maler schwarzes Leid darstellen? Also wenn man Opfer malt oder fotografiert oder Fotografien davon zeigt und die Künstler in der Ausstellung wählen eigentlich einen anderen Weg. Es gibt halt sehr viel abstrakte Werke. Und abstrakte Werke sind halt eine Form, das ist so die These von Enveso auch gewesen, diese Trauer zu verarbeiten, damit umzugehen, die vielleicht auch in so einen eher spirituellen Rahmen zu führen. Aber obwohl die Arbeiten abstrakt sind, also da sieht man manchmal eine komplett schwarze Leinwand, meinetwegen bei Jack Whitten oder bei Daniel Rue Johnson, eine ganz tolle Arbeit. Man sieht eine komplett schwarze Leinwand und in der Mitte sind so ganz minimale Reste von einer kleinen Spielzeugpuppe, von so ein bisschen Plastik, ein bisschen Holz. Und dann sieht man, das Bild ist 1964 entstanden. Und man sieht da so einen kleinen Button noch, da steht Freedom Now drauf und das sind offensichtlich Überreste von einer Bürgerrechtsdemo. Und dann ist die schwarze Farbe nämlich auch nicht mehr nur schwarze Farbe, sondern die ist dann plötzlich der Teer einer Straße und wir blicken eigentlich auf eine niedergeknüppelte Demo. Das heißt, das ist so eine Form, wie man abstrakt mit solchen Themen umgehen kann und dennoch total konkret Themen anspricht.
Ohne auch, wie du es ja vorher gesagt hast, so den quasi gepeinigten schwarzen Körper, der auch von, ja, von anderen missbraucht wird, so wie soll man das sagen, so in den Fokus zu richten, sondern eigentlich den so ein bisschen rauszunehmen. Ne? Genau, man will Voyeurismus vermeiden, man will nicht irgendwelche Schaulustigen damit anziehen oder irgendwelche Perversen, die das vielleicht noch interessant finden oder irgendeinen Kick daraus ziehen. Darum geht es gerade nicht. Und wie gesagt, es gibt diese lange Geschichte, Black Death Spectacle wird es genannt in den USA, also der schwarze Tod als Spektakel. Und das will man eben gerade vermeiden. Und eine Frage, die sich jetzt schon, finde ich, aufdrängt, ist, sind die Künstlerinnen und Künstler selber in der Regel schwarz? Sind das junge Schwarze? Sind das auch teilweise ältere schwarze Künstler, noch lebendige? Ja, es sind überwiegend zeitgenössische Künstler, die noch leben. Es sind ein paar ältere auch dabei, die bereits tot sind. Aber so die frühesten Arbeiten sind, würde ich mal sagen, aus den 60er Jahren ungefähr. Und es sind viele junge Künstler dabei und wenn man den Katalog jetzt auch nochmal liest und wenn man mit den Leuten da spricht, merkt man auch, was für eine Aktualität das Thema hat. Und ich glaube, so viel wir hier davon hören, man kann sich das wirklich nicht ganz klar machen, was das eigentlich bedeutet. Also die Elizabeth Alexander schreibt darüber aus der Perspektive einer Mutter einfach und sagt halt, hey, so weiße Eltern denken vielleicht darüber nach, auf welche Schule ihr Kind mal geht, welche Hobbys es am Nachmittag hat. Und wenn man die morgens in die Schule schickt, dann denkt man dran, dass sie die Sportsachen einpacken. Als afroamerikanische Mutter denkt man am Morgen, na hoffentlich kommt mein Kind nach Hause, weil es heute ein Cappy trägt. Und das sind wirklich so die Dimensionen dieser Thematik, die halt einfach heftig sind und die man hier, glaube ich, auch gar nicht so eindeutig nachvollziehen kann. Mhm. Und wie ordnen jetzt die Kuratoren oder das Kuratorenteam die Ausstellung politisch ein? Wir haben ja auch schon über Identitätspolitik gesprochen in der letzten Podcast-Folge. Ja, genau. Das ist eben die andere Falle, dass man sagt, alle Schwarzen machen diese Erfahrung, alle schwarzen Künstler nehmen dazu Stellung. Das wäre eben dann auch so eine Falle, dass man die Künstler darauf festlegt und die einengt. Ich habe mit Naomi Beckwith, die ist Kuratorin in Chicago, darüber gesprochen und die sagt halt, es geht gerade nicht darum, dass man sagt, diese Trauer ist eine spezifische Form nur von Afroamerikanern, dass nur die das erleben würden. Trauer kennen wir alle. Und das Problem ist ja auch nicht die afroamerikanische Mutter, die um ihr Kind sich ängstigt. Das Problem haben wir ja alle. Und es geht gerade, wenn man sich die USA anguckt, das Land ist ja wirklich, ich weiß nicht, nah am Bürgerkrieg ist vielleicht übertrieben, aber total zerrissen. Und die Aufgabe, die geht ja die weiße Bevölkerung genauso an oder vielleicht noch mehr, dass man da halt endlich mal Fortschritte erreicht, dass die Polizei weniger gewaltsam ist, dass wir nicht alle paar Wochen Nachrichten haben von rassistischen Anschlägen oder irgendwelchen Amokläufen. Das heißt, der Fokus geht an die gesamte, oder die Aufgabe richtet sich an die gesamte Gesellschaft. Oakley, I don't think, is centralizing blackness per se, as a standpoint of the show, which is to say that this isn't a show that's going to give you an answer to what the blackness is. What Oakley is doing is bringing out what has been a central episode and a central real conflict inside of American history, which is around race. And so what the show does is begin to map out through black artists how those discussions and how the effects of that conflict have played itself out. And those effects actually are universal. Yeah. And to think about a long sense of mourning is not at all confined to the black community. But to think about a long sense of mourning in the U.S. has many kind of ways into it, one of which, and one of the most salient, has been the black experience. Naomi Beckwith ist ja selbst eine schwarze Kuratorin in den USA, in Chicago, eine Generation jünger. Wie blickt sie denn jetzt so auf diesen großen Kurator, in dessen Fußstapfen sie ja dann auch gewissermaßen und ziemlich direkt eigentlich tritt? Ja, ich glaube, das würde sie sich gar nicht anmaßen mit der einen Ausstellung, die sie jetzt quasi zu Ende kuratiert hat. Aber man merkt da total den Respekt, den sie vor Enveso hat, weil Enveso ja damals mehr oder weniger allein auf dieser Bühne stand und halt so viel Pionierarbeit geleistet hat. Davon kann eine junge Generation natürlich nur profitieren, die heute dann doch schon etwas bessere Bedingungen vorfinden.
Und sie hat auch noch mal erzählt, was Enveso eigentlich für die weiße Kunstwelt auch ausgemacht hat, für die Kuratoren, die damals am Museen waren, die Biennalen geleitet haben und denen auf einmal klar wurde, was wir bisher Kunst genannt haben und von dem wir dachten, das sei alles, ist halt nur ein bestimmter Ausschnitt und zwar ein eher kleiner von der Welt. Born in Nigeria, but really built his career in the States. Built that career with an understanding that all his work had to somehow be internationally informed. And that there was no way for him to just, you know, ask singular questions around one geography in one place. But that everything had to be informed by different global moves. And his sensitivity to that is one that I think has allowed a lot of curators or not even allowed, but really inspired a lot of curators to open their horizons. But I always think about where they are originating, where their sort of ideas are originating from, and what position they speak from, and educate themselves then about other places and keep those things in conversation. The other thing he was really good at doing, both as a scholar but also as a strategist, is finding ways to elevate those things that were important to him, to really elevate Africa as a place of contemporary art production. Das klingt schon so, als hätte Enveso zwar einen starken Fokus auf seinen Heimatkontinent gehabt, aber nicht als Selbstzweck, oder? Könntest du das nochmal so ein bisschen nochmal versuchen, so für uns klarer zu machen? Genau, also er hat einerseits Kuratoren angeregt, dass sie ihren eigenen Standpunkt immer mitdenken. Ja, also egal, wozu man sich äußert, man hat nie eine neutrale Perspektive darauf. Und ich glaube, er war auch auf eine Art der erste global denkende Kurator oder ein sehr früh global denkender Kurator. Er stammte aus Nigeria, ist aber in den frühen 80er Jahren nach New York gegangen, hat dort Politik studiert und Literaturwissenschaften. Und hat dann da in der Lower East Side, in der Bohème-Szene als Dichter gelebt erstmal und Kunstkritiker, hat Jean-Michel Basquiat kennengelernt. Und das waren wirklich so coole Jungs, ja. Die waren in den besten Clubs der Stadt, die waren Bohemians. Und für ihn war immer klar, ich stamme aus Nigeria, aber ich lebe in New York. Hier lebe ich so halb als Nigerianer, aber halb auch wahrgenommen als Afroamerikaner. Das heißt, er hatte immer diesen In-Between-Blick. Er hat immer das Lokale, das Globale, das Nationale, immer alle Ebenen mitgedacht. Und diese Perspektive hat er eigentlich auch in die Kunstgeschichte gebracht, dass wirklich klar wird, wir sind alle miteinander connected, wir können politische Ereignisse, wir können aber auch ästhetische Entwicklung nicht mehr isoliert betrachten. Wir können nicht eine Kunstgeschichte erzählen, die irgendwie in Frankreich im 19. Jahrhundert anfängt und dann so linear weitergeht und sich von Frankreich allenfalls noch nach Amerika und Deutschland und England verbreitet, aber mehr nicht. Wir müssen global denken, weil das einfach der Realität entspricht. Und würdest du sagen, dass das auch so sein großes Vermächtnis an die Nachwelt ist? Also diese wirklich ja so fast so egolose Reflektiertheit oder dieses sich Nabelschau betreiben können, sich selbst aber mal zwar mitdenken, aber dann, wenn man die Sache verstehen will, ja eben auch so sein Ego und seine individuelle Geschichte mal so ein bisschen rauszudividieren und auch sich immer wieder in dem globalen Zusammenhang zu sehen? Ja, das ist das eine, vor allem so abstrakt das dann klingt, das macht aber auch einfach irren Spaß, weil bei Enveso-Ausstellungen, obwohl er immer diese politische Dimension hatte, hatte er ganz früh auch so Live-Elemente oder Performances oder Musik. Oder bei der Venedig-Biennale waren Schlagzeuger mit dabei. Jetzt in New York wird es auch wieder einen Schlagzeuger geben, der da spielt. Es geht auch in den Jazz hinein, in musikalische Formen, in performative Formen. Und das war für ihn, und das ist auch sein Vermächtnis, weil er selber halt ein Dichter ursprünglich war und mit in der Musikszene in New York abgehangen hat, hat er Kultur halt auch nicht so abstrakt betrachtet, sondern als so eine gelebte Erfahrung, die einfach auch Spaß macht und die das reale Leben reflektiert. Und was Markus Müller, der ja ebenfalls, nicht wie Sebastian, aber wie Naomi Beckwith, von der wir auch schon gehört haben, mehrmals eng mit Enveso zusammengearbeitet hat, was der über sein Nachwirken denkt, das bespreche ich jetzt gleich mit ihm persönlich. Und dir, Sebastian, danke ich recht herzlich.
Und wer deinen Text zu der Ausstellung in New York lesen will, der sollte sich die aktuelle Monopol-Ausgabe zulegen. Und darin sind auch einige der Werke zu sehen, wahrscheinlich auch einige der Werke, die du jetzt gerade erwähnt hast. Und gibt es noch eine andere Möglichkeit, aus der Ferne schon mal so ein bisschen einen Eindruck von der Ausstellung zu bekommen, auch für den Fall, dass man vielleicht nicht wird hinfahren können? Also ich kann wirklich nur den Katalog empfehlen. Der ist wirklich ein eigenständiges Kunstwerk. Und wer es nicht nach New York schafft, der kann sich den auf jeden Fall kaufen. Super, vielen Dank, Sebastian. Jetzt wollen wir hier im Podcast noch ein bisschen tiefer eintauchen in die künstlerische Arbeit von Okwui Enwesor, auch in das, was bleibt von seiner Arbeit und auch von ihm als Person. Und dafür haben wir das große Glück, mit jemandem zu sprechen, der ihn persönlich in seiner Arbeit mehrmals erlebt hat und auch aktuell, für den man sagen kann, dass Enwesor fast noch so ein bisschen lebendig ist, weil er sich sehr viel jetzt noch mit seiner Arbeit beschäftigt. Und das ist der Gründer und Leiter vom Büro Müller, einer Kommunikations- und Consulting-Firma in Berlin, Markus Müller. Hallo Markus. Hallo, grüß dich. Du berätst ganz viel Kunstinstitutionen seit vielen, vielen Jahren. Du warst zum Beispiel auch stellvertretender Direktor und Leiter der Kommunikation des KW-Instituts für zeitgenössische Kunst in Berlin, Leiter der Kommunikation für die Documenta 11, für die dritte und vierte Berlin-Biennale und. Was war denn oder wann war das erste Mal und wo war das erste Mal, dass du mit Enwesor zusammengearbeitet hast? Zusammengearbeitet haben wir tatsächlich zum ersten Mal bei der Documenta 11. Mhm. Also wir kannten uns vorher. Also seine Meinung war, dass wir uns bei den Skulpturprojekten 97 kennengelernt haben. Das kann ich tatsächlich nicht mehr erinnern, was vielleicht der Ausstellung damals geschuldet war. Und er hat mich dann im Mai 2000, also da war er schon länger als designierter Leiter öffentlich bekannt, hat er mich bei einer Gelegenheit in New York, ich habe damals viel Zeit in New York verbracht, gefragt, ob ich jemanden kennte, der ihn bei der Documenta in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Mhm. Und ich habe dann drüber geschlafen und mich selber angeboten. Und dann haben wir uns auch am nächsten Tag direkt im Wasulka getroffen. Und er hat mir über 2 Stunden lang erklärt, was er vorhat. Elke hat vorhin gesagt, als sie ihn das erste Mal getroffen hat, dass sie sofort total beeindruckt war und er irgendwie schon so eine besondere Persönlichkeit hatte, die einen auch vielleicht fast so ein bisschen eingeschüchtert hat. Jetzt hast du gesagt, du erinnerst dich quasi nicht an euer erstes Treffen, er sich aber an das mit dir. Wie war das denn für ihn? Erinnerst du das so, was so sein erster Eindruck auch von ihm war und was du auch da schon von ihm vielleicht wusstest? Ja, also wir haben eben zwischen dem Jobangebot haben wir eben zusammen ein Interview geführt für eines der frühen Online-Magazine, Feed hieß das. Und da ging es tatsächlich um die Zukunft von Biennalen und internationalen Großausstellungen. Ja, und das war so ein halbes Jahr vor diesem Mai-Termin. Mhm. Und das war schon, ja, das war sehr beeindruckend. Und er war da crystal clear in allem, was er sagte. Es war eigentlich kein Gespräch. Er hat 1,5 Stunden lang erklärt, was er mit der Documenta machen möchte. Mhm. Frei. Und hat sämtliche Plattformideen, mögliche Orte für die Plattform, mögliche Beiträge vorgetragen. Und der Abschluss war, ich habe es schon öfter erzählt, also wie gesagt, Mai 2000, im Juni 2002 war Eröffnung geplant. Am Schluss hat er dann zusammengezählt, wie viele Publikationen wir jetzt machen würden und ist eben auf 18 gekommen. Mhm. Und dann haben wir beide gelacht und ich habe irgendwie gelacht, weil ich gedacht habe, das wird ja sowieso nichts, das ist ja völlig Wahnsinn, 18 Bücher in 1,5 Jahren. Mhm. Und er hat gelacht, weil er sich gefreut hat, dass er das jetzt alles machen kann. Und es sind dann nur 16 Bücher geworden, weil wir 2 Plattformbücher nur auf Englisch gemacht haben, also nicht auf Englisch-Deutsch. Und das war schon für mich ein sehr ungewöhnliches Erlebnis. Also ich kannte Caspar König zu dem Zeitpunkt zum Beispiel. Ich kannte auch Katrin David. Aber Okwui war in der Eloquenz, also in der Rede, einfach eine extrem ungewöhnliche, gewinnende und sicher auch einschüchternde zum Teil Persönlichkeit. Mhm. Ja.
Ich habe es quasi in deiner Vorstellung gerade schon gesagt, du hast ja bis zuletzt nochmal mit ihm zusammengearbeitet und du arbeitest ja quasi auch jetzt noch mit ihm zusammen, denn du stellst das Archiv zusammen mit seiner Tochter. Das heißt, du bist jetzt, glaube ich, seit einiger Zeit schon damit beschäftigt, aus allen möglichen Orten, München, aber auch teilweise New York, alles zusammenzutragen, was für ein Archiv von ihm relevant ist. Was genau bedeutet das? Also wenn jemand vielleicht noch nicht weiß, was so, ja, so künstlerische Archivarbeit ist, also was genau machst du da? Ja, also wir haben im Grunde genommen 2 Tage nach seinem Tod das Goethe-Institut kontaktiert in München. Und die unterstützen dieses Vorhaben seitdem recht großzügig finanziell. Das bedeutet, wir haben 3 Lagerräume in München und es gibt 3 Mitarbeiter, die im Grunde genommen jetzt seit, ja, knapp 1,5 Jahren alles Archivrelevante zunächst mal katalogisieren, was sich in seiner Privatwohnung, zum Teil auch noch im Haus der Kunst, befunden hat. Und das sind sozusagen die Dinge aus den Regalen, aus den Schränken, aber auch zum Beispiel ungefähr, ja, so 60 Kubikmeter Kisten, die zum Teil aus New York waren, also aus seiner letzten New Yorker Wohnung, und die dann auch seit Jahren zum Beispiel nie geöffnet wurden. Mhm. Ja. Und das packen wir jetzt einfach aus und dokumentieren sehr großzügig und umfänglich alles, was da zu sehen ist. Also jede Widmung, jeder Brief, der in einem Buch sein könnte und so weiter und so weiter. Und nicht zuletzt natürlich haben wir auch alle digitalen Datenträger, die Computer und die E-Mails zunächst mal gesichert und dupliziert und so weiter. Wir haben ja jetzt schon immer so ein bisschen auch erfahren, so was so das Anliegen seiner Arbeit war und diese große Reflektiertheit und auch dieses sich selbst immer wieder zu versuchen, im Kontext zu sehen einer Sache, über die man sie spricht und über die man spricht, aber auch so ein bisschen eben sich nicht von der Subjektivität so sehr leiten zu lassen. Hat jetzt die Arbeit an dem Archiv oder die Zusammenstellung für das Archiv irgendwas an deiner Haltung oder auch vielleicht nochmal an deiner Wertschätzung für Enveso nochmal verändert? Oder siehst du ihn jetzt nochmal in einem anderen Licht? Hast du Dinge erfahren, die dir vorher vielleicht gar nicht so klar waren? Eher weniger, weil wir eben doch ein relativ enges, auch sehr enges persönliches Verhältnis hatten, also einschließlich des Verhältnisses zu unseren jeweiligen Töchtern. Ja, also da waren wir schon beiderseitig involviert und ich habe eben sehr viel Zeit bei ihm in München verbracht. Also ich hatte da praktisch ein Gästezimmer in seiner Wohnung und so weiter. Also nicht viel gelernt, aber was eben klar wird, ist, dass ich als europäisch weiß trainierter Kunsthistoriker, Historiker und so weiter, mir sind da über Ogwi eben einfach Fenster geöffnet worden, die es vorher nicht gab. Mhm. Also in der deutschen Kunstgeschichte hat nach meiner Kenntnis jedenfalls, haben die Themen, die mit Short Century verhandelt wurden, einfach überhaupt keine Rolle gespielt. Natürlich gab es vereinzelt intellektuelle Professoren und so weiter, die sich mit solchen Themen auseinandergesetzt haben. Aber letztlich hat es für mich persönlich jedenfalls Envisor auf der großen Bühne eingeführt und auch Dinge einfach durch die Praxis selbstverständlich gemacht, die lustigerweise zum Teil auch gar nicht so offensiv kommuniziert wurden. Ja, also zum Beispiel halt die Eingangssituation bei der Documenta 11 im Fridericianum. Ja? Ich weiß nicht, an was sich die Leute erinnern, aber für mich ist es tatsächlich nicht ganz unwesentlich, dass im Zusammenhang mit der Arbeit am Archiv ist mir nochmal klar geworden, dass das gesamte Erdgeschoss des Fridericianums eben von Frauen bespielt wurde. Und ich glaube nicht, dass das vorher oder nachher jemals der Fall war. Ja? Es war Hanne da Boven in der Mittelachse, und zwar über die gesamten Etagen. Es war Shoreh Fesdou, die iranische Künstlerin, die in Paris gestorben ist. Es war Sarina Bimji, es war Doris Salcedo. Und das haben wir gar nicht so großartig terminiert. Das war dann einfach so. Aber
Diese Frage, also diese grundsätzliche Frage, die wir uns meines Erachtens immer stellen müssen, wen machen wir wann in unserer Position warum sichtbar? Ja. Diese Frage war einfach gelebter Alltag. Und dass diese Sensibilität, die habe ich von ihm gelernt. Ja. Wir haben ja schon von Naomi Beckwith gehört, dass Envesor für sie als schwarze Kuratorin und auch für viele schwarze Künstlerinnen und Künstler eine große Inspiration und vielleicht sogar ein Vorbild war. Jetzt bist du ja ein weißer deutscher Mann. Was ist für dich vielleicht nochmal anders, also wie er dich beeinflusst hat? Also Orkwi war in dem Sinne nicht wirklich essentialistisch. Also er war schon in Anführungszeichen auch klassenbewusst, ja. Also er hat immer wieder gesagt, dass er mit bestimmten Personen, das bin nicht nur ich, das ist zum Beispiel auch Angelika Nollert, die heute in München Direktorin der Pinakothek ist und die zweite feste Mitarbeiterin in Kassel bei der Documenta war, dass ihn mit uns sehr, sehr viel verbindet und natürlich auch mehr verbindet als mit einem durchschnittlichen Nigerianer oder Amerikaner oder sowas. Mhm. Ja. Also was besonders war, und das habe ich ja versucht, so ein bisschen über diese 18-Bücher-Geschichte zu transportieren. Okwi hatte eine extreme Work Ethic, also er hat extrem viel gearbeitet und sehr viel Wert auf Genauigkeit gelegt. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass das Klischee von der deutschen Qualitätsarbeit mit ihm nicht so ganz mithalten konnte und er da viele Witze drüber gemacht hat. Und das muss man auch klar sagen, das war auch ein Teil der Zusammenarbeit, wo sich so Friede, Freude, Eierkuchen manchmal aufgelöst haben. Ja, also das ist mit einer 35-Stunden-Woche oder so nicht wirklich zu schaffen, das Tempo mitzugehen. Und er war da schon extrem fordernd. Und er hat auch nie aufgehört, sozusagen nach der Essenz von Qualität oder Verbesserung oder Möglichkeiten, die Dinge noch präziser zu machen. Er hat nie aufgehört, danach zu suchen. Und das zum Teil eben auch, nachdem du schon oder nachdem ich eigentlich seit 5 Stunden schon sehr gerne geschlafen hätte. Ja. Also das, und da muss man auch klar sagen, dass in all dem, sowohl in dieser Arbeitsauffassung wie auch sozusagen in der Freude am gemeinsamen Feiern oder Kochen, ja, da gibt es für mich auch Leerstellen, ja, die sind auch nicht wieder zu besetzen. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich nochmal ein so arbeitsbiografisches, aber auch nicht so ein persönliches Verhältnis haben werde. Ne? Dafür gibt es dann doch nicht so viele Leute, die so sind wie Orkwi. Und was würdest du sagen, hat ihn so angetrieben? Also du hast es jetzt so Arbeitsethik, also eine enorme Arbeitsethik angesprochen oder genannt. Was glaubst du so? Was war so seine große Triebfeder? Ich glaube, relativ einfach. Er hatte eben auch sehr viele Ideen. Ja? Er hatte sehr viele Ideen zu sehr vielen großen und kleinen Projekten. Und das hat auch nie aufgehört. Also das war halt, das war ja zum Teil in einer Woche, wenn wir eine Woche zusammen waren, hatte er nach der Woche 10 Ausstellungsideen, die komplett durchkuratiert waren, die es aber nie gegeben hat, weil dann eine nächste Idee kam und so weiter. Und diese überschäumende Neugier und auch der Spaß daran, sich immer wieder neu zu positionieren und zu versuchen. Das war, glaube ich, die Triebfeder. Ne? Also wir haben zum Beispiel zusammen die Ausstellung zu ECM, also dem Münchner Plattenlabel, kuratiert im Haus der Kunst in München. Und es war ihm wahnsinnig wichtig, dass er als erste Ausstellung in München etwas macht, mit dem niemand rechnet. Mhm. Ja? Also. Und wie sehr, glaubst du, hat da sein Schwarzsein eine Rolle gespielt, seine Herkunft und dann auch so seine Position im europäischen, aber auch im amerikanischen Kunstbetrieb? Also ich glaube, dass es ihm immer sehr wichtig war, festzustellen, dass er, bevor er nach New York kam, also in der Zeit, in der er in Nigeria gelebt hat, ihm nicht bewusst war, dass er schwarz war. Das Schwarzwein als Kategorie hat er erst in Amerika kennengelernt. Und ich würde auch sagen, dass
natürlich, wie das halt so ist in unserer europäischen Mehrheitsgesellschaft, Ogwi bei der Arbeit, und er hat ja nun, die Arbeitsbiografie liegt für mich ganz klar in Deutschland, also in Deutschland hat er die wichtigsten Projekte realisiert und realisieren können. Die Summe, die Quantität stimmt auch. Und in Deutschland hat er natürlich strukturellen Rassismus erlebt und auch sozusagen jede Form von Karikatur. Ja, also klar sind in München Leute auf ihn zugekommen und haben gesagt, sie lieben Afrikaner, weil die so toll tanzen können. Ja, also das gab es alles. Ich glaube aber tatsächlich, dass das bis zu seiner Krankheit, er das nicht als Problem oder irgend sowas empfunden hat, ne, sondern das war halt da, aber er war Ogwi Enwesor, Punkt. Und mit Beginn der Krankheit und so weiter, da wurde das Gefühl des strukturellen Rassismus und des Erleidens von strukturellem Rassismus wurde da schon stärker. Das hat er vorher, denke ich, einfach wegge... Und warum? Ja, weil das, weil er verletzlicher wurde, ja, weil er, weil sein Rhythmus anders wurde, denke ich. Und weil es dann natürlich sozusagen auch die Trennung vom Haus der Kunst war, unter der er ja, wie er selber öffentlich gemacht hat, auch gelitten hat und die er auch als ungerechtfertigt und ungerecht empfunden hat. Das haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert, aber genau, man weiß, dass sein Weggang da 2018 nicht ganz freiwillig war. Ja, das hat er ja selber sozusagen in Interviews auch thematisiert. Und ich glaube auch, dass es noch eine Zeit lang dauern wird, bis man aufarbeitet, was er eigentlich in München im Haus der Kunst geleistet hat. Mhm. Auch da würde ich sagen, dass es vielleicht eher ein Problem war, der schieren Menge, der Masse an Projekten, die er da angeschoben hat. Und ich denke auch so ein Projekt wie Postwar, das er ja zu Ende geführt und eröffnet hat, als er schon erkrankt war, dass das allein in seinem Umfang über alle Grenzen, also ich habe mal gesagt, er war eben ein Maximalist und das hat man an der Ausstellung eben auch gemerkt. Mhm. Ja, und das ergibt natürlich auch Probleme bei der Rezeption und bei der Art und Weise, wie sich sozusagen andere solchen Projekten nähern können. Das ist eben schon echt komplex. Das erfasst man nicht alles so mal eben im Vorbeigehen. Und da fand er, dass er sozusagen das respektlos mit seiner Leistung am Haus der Kunst umgegangen wurde. Was würdest du denn sagen, wie hat denn seine Arbeit jetzt in Deutschland den Blick verschoben, also den deutschen Kunstbetrieb oder kunstinteressierten Blick vor allem auf Kunst aus Afrika? Ja, ich glaube, dass es nie so ist, dass eine einzelne Person jetzt die Dominosteine umkippt. Und gleichzeitig glaube ich, dass natürlich die kuratorische Arbeit in bestimmten Subsystemen unseres Betriebes eine wegweisende Rolle gespielt hat. Der hat da natürlich schon sehr, sehr viele Türen geöffnet und sehr viel Sichtbarkeit verschafft. Und wenn ich mir zum Beispiel eben die Themen der Plattform der Documenta 11 angucke, dann ist sozusagen die Eröffnungsplattform mit dem Thema Democracy Unrealized, also unrealisierte Demokratie, das hat ja doch eine gewisse Relevanz heute noch oder heute wieder. Und das gilt natürlich auch für die anderen Themen. Ja, also Kreolität und Kreolisation und so weiter und so weiter. Und ich denke, dass diese Themen mittlerweile einen weiten Einzug gefunden haben. Mhm. Oder wenn man sich den Katalog von Short Century anguckt, dann gibt's ja so einen Dokumentenband hinten dran. Also das, wenn man den durchblättert, dann kommt es einem so vor, als wären sozusagen Hunderte von Ausstellungen aus diesem Anhang zu Short Century mittlerweile generiert worden. Also und insofern glaube ich, dass es sowohl intellektuelle Positionen sind, als auch künstlerische Positionen sind, die so einen Einzug gefunden haben in bestimmte Bereiche unserer Arbeit. Wir müssen natürlich auch wahrnehmen, dass wir in einer Blase leben,
Und dass wir ja zumindest seit 2015 mit der gesellschaftlichen Akzeptanz von Parteien wie der AfD auch ein Rollback all dieser Fragen haben. Mhm. Ja, also ist das, was Ogwe Enwesor gemacht hat, da gibt es bestimmt Leute, die glauben, das war der Anfang der Cancel Culture, also so wie die das verstehen. Mhm. Ja. Und es ist natürlich auch interessant zu sehen, dass es eben viele Gleichzeitigkeiten gibt, die so parallel existieren. Und ich finde ja auch, dass Ogwe damit sehr selbstbewusst umgegangen ist. Also Beispiel, die für mich etwas kurz gesprungene Diskussion um die Biennale in Venedig 2015, wo ich kuratorischer Assistent war, wie da die Arsenale aufgebaut waren, die eben mit Bruce Nauman und Abdel Abessamed anfingen und sozusagen mit Georg Baselitz aufhörten. Mhm. Baselitz ist ja aus vielen Gründen wahrscheinlich eher ein Vertreter, den auch Kunst-Liebhaber toll finden. Und ich glaube, dass das einfach eine ziemlich unglaubliche kuratorische Leistung war, in dieser Biennale als letzten Raum kopfüber Selbstporträts eines weißen Mannes auf schwarzem Grund zu präsentieren. Mhm. Ja, und das ist ja einfach so eine so, man möchte meinen, einfache kuratorische Setzung. Und da hat er praktisch so Grenzen überbrückt oder auch Dinge zusammengeführt, die ja manchmal in unserem Betrieb auch feinsäuberlich getrennt werden. Ja, also ist ja auch gefragt worden, wie kann Enwesor Baselitz ausstellen? Mhm. Ja, und zu so einer Frage hat er gelacht und gesagt, weil es ein toller Künstler ist, fertig. Mhm. Ja. Die sind natürlich jetzt alles also auch per se eben diese großen Kunstschauen, die finden dann statt, die werden von vielen Leuten gesehen, dann gibt es noch Bände dazu, die werden im Nachhinein nochmal besprochen und die wirken bestimmt auch eine Zeit lang nach, aber wenn wir jetzt nochmal so gucken auf so Enwesors Vermächtnis, was würdest du sagen? Ist es einfach alles das, was er, Arbeitstier, das er war, so quasi geschaffen hat in der Vergangenheit oder würdest du sagen, es wurden auch durch ihn Stellschrauben verändert, mit denen wir, die uns nachhaltig noch beeinflussen werden? Also das hoffe ich natürlich und ich glaube, dass das an bestimmten Punkten, wie gesagt, in unserer Gesellschaft und auch in unserem System sichtbar ist. Ich glaube schon, dass man, dass die ganze Diskussion um Diversifizierung, die wir jetzt in deutschen Museen, auch was die Sammlungen angeht und so weiter, die wir heute haben, ich glaube schon, dass das was mit Ogwe zu tun hat. Ich glaube auch, dass da auch andere Menschen wirken und wichtig sind. Aber die, ich glaube, dass wir heute uns proaktiv fragen, nach welchen Einschluss- und Ausschlusskriterien wir, ich sag mal so ab 45 so agiert haben. Das ist schon was, was er mit angestoßen hat. Und das wird aber leider nur die Zukunft zeigen. Ob das in 20 Jahren auch noch so gesehen wird und ob das in 20 Jahren auch noch diese Relevanz hat. Also ich hoffe das sehr und ja, ich glaube, dass er da schon einer der wesentlichen internationalen Beiträger war, um uns für diese Fragen zu sensibilisieren und zugleich auch Antworten in seiner Praxis zu geben. Ja, also wenn wir das so diagnostizieren, wie gehen wir denn damit um, was machen wir denn damit? Mhm. Ja, und da auch da muss ich eben sagen, einfach mal gucken, wie viele Frauen Einzelausstellungen im Haus der Kunst, Retrospektiven im Haus der Kunst in München hatten, wie viele Menschen, die aus anderen, in Anführungszeichen, kulturellen Kontexten kommen, dort präsentiert wurden. Und das ist, glaube ich, schon beispielhaft bis heute, ja. Vielen, vielen Dank, Markus Müller, für das Gespräch, für den Einblick, ja auch sehr persönlichen Einblick. Ich glaube, wir wünschen dir alle viel Erfolg, auch bei der Zusammenstellung des Archivs. Vielleicht noch als letzte Frage, wenn ihr fertig seid mit der Arbeit, wann wird das wo zu sehen sein? Das ist noch nicht ganz klar. Es wird, das Ziel ist eben in jedem Fall, eine Digitalisierung vorzunehmen.
Und aufgrund des Goethe-Institut-Engagements ist klar, dass natürlich dann auch in Deutschland so eine digitale Verfügbarkeit geschaffen wird. Aber da sind wir noch dran, auch weil die Arbeit eben noch lange nicht abgeschlossen ist. Ich denke, das wird insgesamt noch mindestens zwei, drei, also einschließlich Digitalisierung, mindestens noch ein, zwei Jahre dauern. Und dann hoffe ich, dass man da in die Öffentlichkeit gehen kann. Ja. Und wir sind ja auch Öffentlichkeit, das heißt spätestens, wenn es dann soweit ist, wird es wahrscheinlich im Monopol-Magazin dazu was zu lesen geben, vielleicht auch nochmal zu hören von dir, Markus, hier im Podcast. Aber jetzt für den Moment erstmal, ja, vielen, vielen Dank. Schon mal frohe Weihnachten. Dir auch, Sarah. Nur das Beste und negativ bleiben. Immer negativ. Stay negative. Neuer Hashtag. Ja, genau. Mach's gut. Ja, und damit verabschiede ich mich dann auch von Ihnen für diese Folge und sogar schon für dieses Jahr. Wir hören uns dann im Januar 2021 wieder. Ich wünsche Ihnen allen eine sehr gute Zeit. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Genießen Sie auch Weihnachten, egal wie und ob Sie es dieses Jahr feiern werden. Lassen Sie sich die Laune nicht verderben von dem, was außen so passiert. Und ja, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie es auch gerne weiter oder lassen Sie uns auch zum Beispiel bei Apple Podcasts eine Bewertung da. Sie können uns auch immer gerne Feedback oder Anregungen mailen an monopol@detektor.fm. Ich empfehle Ihnen an dieser Stelle auch eine zum Thema sehr passende Folge, nämlich die da heißt, wie kommt mehr Diversität ins Museum? Und damit nochmal alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Sarah Steinert. Die Redaktion für diesen Podcast hat meine Kollegin Eva Moorlang. Und wir bedanken uns bei Ihnen fürs Interesse und die Treue natürlich auch und freuen uns, wenn wir uns bald wieder an dieser Stelle hören. Bis dahin, macht es gut. Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.